Mike, wie groß ist aktuell der Brand nach wie vor? Sind Personen eingeschlossen durch die Flammen? Wie sieht es derzeit aus? Ja, Personen sind Gott sei Dank keine eingeschlossen bei diesem Großbrand hier in den Gebäuden der Handelsakademie und der Handelsschule am Quai in Salzburg, direkt neben der Salzach. Vermutlich aufgrund von Dacharbeiten könnte dieser Brand ausgelöst worden sein. Aber ich habe jetzt Reinhold Ortler da. Er ist der Kommandant der Berufsfeuerwehr in der Stadt Salzburg und er weiß genau, wie es momentan hier ausschaut. Herr Ortler, wie schaut es momentan hier aus im Hintergrund? Man sieht es überall, die Flammen. Es ist ein absoluter Großbrand hier in der Stadt Salzburg. Wie laufen momentan die Löscharbeiten? Wir sind seit mehr als 3 Stunden beschäftigt mit einem großflächigen Dachbrand. Es sind 1100 Quadratmeter Bitumenflach, Dachflach in Flammen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir mit dem Wasserwerferbetrieb von außen her die entsprechenden Löschmaßnahmen durchsetzen können. Der Wasserschaden wird erheblich sein. Wir haben es hier mit einer Materialschlacht zu tun. Wir werden sehen, ob wir es bis zu den Abendstunden schaffen. Sie sprechen von einer Materialschlacht. Man sieht im Hintergrund vielleicht auch noch die Drehleiter ist im Einsatz und Dutzende Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Salzburg und natürlich auch der Berufsfeuerwehr. Wie viele Männer und Fahrzeuge sind da eigentlich, beziehungsweise natürlich auch Frauen und Fahrzeuge sind da eigentlich im Einsatz? Also die Berufsfeuerwehr ist unterstützt durch die 4 Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Salzburg. Wir haben in Summe 12 Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr und 11 Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort mit insgesamt 110 bis 120 Einsatzkräften. Das macht es natürlich auch komplex. Wir brauchen auch Ablöse und das war auch letztlich der Grund, warum wir Großalarm geben mussten, damit wir entsprechende Reservebildungen haben. Wie schaut es momentan aus? Ich habe gesehen und auf den Bildern bei uns sieht man es auch, oben die Dachhaut brennt lichterloh. Wie schwierig ist es da, diesen Brand auch unter der Dachhaut zu löschen? Ja, es ist erheblich schwierig, weil es ist auf der einen Seite eine Betondecke unter der Dachhaut. Das Dach hat sozusagen ein aufgesetztes Satteldach und das ist mit Bitumenbahnen belegt. Die große Schwierigkeit liegt natürlich in der Großflächigkeit. Das sind 1100 Quadratmeter, die gleichzeitig brennen und abgelöscht werden müssen. Die Hitze ist enorm. Wir hatten schon einen Sekundärbrand in einem zweiten OG aufgrund der heißen Rauchgase, die es uns in die unteren Geschossebenen gedrückt hat. Und das macht es natürlich komplex. Von jeder Seite werden hier Mengen an Wasser raufgeworfen auf dieses Dach. Wie schaut es im Inneren des Gebäudes bis dato aus? Naja, der größte Teil des eingesetzten Wassers verdampft natürlich. Wir haben es in erster Linie mit einem Kühlvorgang zu tun auf der Dachfläche. Dazu kommt natürlich, dass es in der Dachhaut selbst Steigstränge gibt, die Öffnungen darbieten, wo dann auch das Wasser in den unteren Geschossebenen gelangt. Und es rinnt letztlich bis in den Keller. Wäre es auch möglich, diesen massiven Dachbrand hier auch mittels Hubschrauber zu bekämpfen? Die Salzach wäre ja gleich daneben. Nein, das halte ich für ausgeschlossen, weil da wären zu große Wassermengen auf zu kleinen Raum punktuell sofort zur Überlastung der Dachkonstruktion bzw. der Stahlbetondecke. Das könnte kritisch werden. Wir haben 3 Wasserwerfer über 2 Drehleitern und 1 Teleskopbühne im Einsatz und das kann kontrolliert werden. Man muss immer auch auf die Konstruktion Acht geben, damit es dann nicht zu einem Kollateralschaden kommt. Irrsinnig viele Atemschutztrupps sind im Einsatz. Wird der Brand nur von außen bekämpft oder auch von innen? Wir hatten zwischenzeitlich auch eine Innenbrandbekämpfung, die ist jetzt wieder abgelöscht. Wir haben jetzt ausschließlich Außenangriff und müssen das Wasser aus den einzelnen Bezugspunkten weit herbeiführen. Wir haben mehrere Hydranten, die letztlich die Zubringleitungen bis zu den Tanklöschfahrzeugen speisen. Wann schätzen Sie, gibt es da Brand aus? Schwer zu sagen, es könnte noch Stunden dauern. Es hängt davon ab, wie viel als solches noch an Brandlast oben ist. Letztlich verbrennt uns jetzt doch eine gehörige Menge an Bitumenbahnen. Aber das kontrolliert unter entsprechenden Einsatz von Schaummittel und Wasser. Nach Ihrer Erfahrung, werden die Schüler im Herbst die Hack bzw. die Hasch besuchen können oder wird es da vermutlich ein Ausweichquartier geben? Ich glaube, das wäre ein Wunder, das heute so abzuschätzen, dass in 9 Wochen hier ein Regelbetrieb stattfinden kann. Jetzt heißt es einmal ablöschen und dann die Sache zu kontrollieren und wir werden mit der Baubehörde die entsprechenden Maßnahmen einleiten.
Herr Branddirektor, danke vielmals fürs Interview. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben während diesem großen Einsatz. Ja, wie gesagt, aktueller Stand hier in Salzburg. Es brennt noch immer. Wir haben die Bilder auch gesehen, wie stark die Rauchentwicklung unter Brand ist. Die Rauchentwicklung sieht man aus dem ganzen Stadtbereich auch. Und man muss jetzt mal abwarten, wie schnell es geht, dass man die Dachhaut öffnet und dass man diesen Brand unter der Dachhaut und auf der Dachhaut möglichst rasch löschen kann. Mike Vogel aus Salzburg-Lehen, Dankeschön für das Interview und die Einschätzungen bezüglich des Großbrandes hier bei der Handelsakademie.